Wieder zurück zu Let's Play Mafia 2. Wir sind hier dabei, uns gerade. Hey, hör nicht den ganzen Tag rum. Ich habe keine Lust, alles allein zu machen. Wir sind hier gerade dabei, ich uns. Auch doch nur eine. Reg dich ab. Ja, den Spruch kenne ich schon. Reinzuschleichen. Hier werden wir nicht mehr gesehen. Ist das wirklich der Weg, den wir hier gehen müssen? Hat da jemand geschrien? Ach was, eins der Schweine hat gekriegt. Nein, das war kein Schwein. Das klang mir nach... Scheiße. Das war ein Schwein. Ja, aber... Muss man dir alles zweimal sagen? Halt's Maul und geh wieder an die Arbeit. Oder das bleibt nicht das einzige Schwein, das hier kriegt. Okay, ich... So, komm nicht hierher. Komm nicht hierher. Oder wenn hier du hier kommst, dann muss ich Nahkampf machen. Komm nicht hierher. Ja! Ich nehme dich mal mit an die Hand. Du kommst mal mit nach dahin. Ich muss hier irgendwie rein. Okay. Schleiche. Also, du willst immer noch kündigen? Ja, vielleicht nächsten Monat. Was machst du dann? Naja, ich habe mir überlegt, vielleicht werde ich Synchronsprecher. Soll das ein Scherz sein? Wer soll dich denn anstellen? Wo muss ich denn jetzt hier raus? Warum kann ich da nicht raus? Das wäre viel einfacher. Hey, ihr beiden. Schichtwechsel. Was soll das heißen, Schichtwechsel? Hast du Tomaten in den Ohren? Ihr seid fertig für heute. Aber ich habe erst die Hälfte von... Muss ich es nochmal sagen? Schichtwechsel! Verpisst euch von hier! Okay, soll mir recht sein. Halt die Klappe. Gehen wir. Und wo geht ihr hin? Okay. Kann ich da rein?
Warte, ich hab noch was vor. Ich soll mal die Tür schließen. Komme sofort! Wenn die mich sehen, dann bin ich erledigt. Wenn ich Glück hab, sehen die mich nicht. Hey, ich dachte, deine Frau heißt. Weißt du? Hey. Glaubt ihr, ich weiß nichts von dem Stoff? Und wo ihr das Geld dafür herhattet? Falcone hält sich für so scheiß schlau. Aber damit kommt er nicht durch. Na los, wie habt ihr das Zeug in die Staaten gebracht? Ich weiß überhaupt nichts. Ich bin nur ein Buchhalter. Versuch bloß nicht, mich für dumm zu verkaufen. Soll's dir so gehen wie deinem Kumpel hier? Da, schau ihn dir gut an. Glaubst du, du bist härter im Nehmen als er? Wenn wir mit euch fertig sind, dann drehen wir euch durch eine der Maschinen hier. Ich muss mir nur gut überlegen, ob ich so nett sein soll, euch vorher euer verdammtes Licht auszublasen. Was ist das für ein ekelhafter Gestank? Ach. Hey, wer ist denn da? Lassen! Was bist denn du für einer? Spielt das wandelnde Scheißhaus hier den Helden oder was? Halt die Fresse, Luca! Hey, dich kenne ich doch. Klar, du bist doch der Kumpel von diesem Schwachkopf Barbaro. Ich hab gedacht, du sitzt noch im Knast. Was soll das hier werden, wenn's fertig ist, Kleiner? Falcone schickt mich. Es gefällt ihm nicht, dass irgendwelche Schwanzlutscher seine Jungs zu Hackfleisch verarbeiten wollen. So, du gehörst jetzt also zu Falcone, hä? Herzliches Beileid. Dir fehlt der Durchblick, sonst wäre dir klar, dass du im Bau wesentlich besser aufgehoben warst. Aber das ist jetzt sowieso egal. Oh, noch prügeln jetzt, oder was? Nein, ich hab Deckung. Deckung. Boah, Alter. Nein. Dreh seinen Scheißkragen um, Sammy. Der wird mich hier zu Tode verarbeiten, hier. Das weiß ich genau. Oh, das hat wehgetan. Na komm, vielleicht habe ich Glück. Los, nicht so zimperlich. Na komm, wir haben im Knast gelernt zu kämpfen. Na los. Den kriegst du doch mit links fertig. Oh, nein. Und unsere Gesundheit geht auch nicht hoch. Das finde ich gerade überhaupt nicht gut. Schon. Ich möchte nicht mit dir tauschen, Arschloch. Alter, was? Oh, das hat wehgetan. Oh Mann, der kann sich gegen meine K.O.-Schläge zur Wehr setzen. Das finde ich ja überhaupt nicht gut. Boah, Alter. Na komm. Ja, komm. Richtig so. Boah. Ey, ich hab ihn doch K.O. geschlagen. Jungs, mach ihn fertig! Alle Fehler, Kleiner! Ihr habt euch mit den Falschen angelegt, Arschlöcher! Warte.
Danke, Victor. Du hast was gut bei uns. Hat dich Andy geschickt? Sind wir schon fertig? Scheiße. Aber Frankie, ich bring den Hurensohn um. Beans, bleib hier und rühr dich nicht vom Fleck, bis wir dich holen. In Ordnung. In Ordnung, aber vergesst mich nicht. Okay, Freunde? Tun wir nicht. Okay. Daneben! Denke, du bist so ein knallharter Typ. Okay, Zeit für ein bisschen Action. Wo seid ihr? Weiter, Vito! Los, ich geb dir Deckung! Hey, Dreck! Muss ich alles selber tun? Alter. Nicht schlecht, Frank. Nicht schlecht. Okay, und the last one. Na komm. Zeig deine Fresse, los! Na, mach doch selber. Okay, ich muss weiter nach vorne. Ja, danke. Okay, Vito, kauf mir uns den kleinen Wichser. Der pisst sich in die Hose, bis ich mit ihm fertig bin. Hast du auch noch Muni? Habt ihr alle noch Muni für mich? So habe ich auch dann für die. Nee, für die nicht. Schade. Ja, warte mal, wer als nächster dran ist. Viele Männer mit vielen Waffen sind hierher unterwegs. Sie können es kaum erwarten, zu spät. Mich wieder an den Haken zu hängen. Okay. Okay, andere Waffe. Jetzt hast du es begriffen, Kleiner. Zeig dir, mit wem du zu tun hast. Na komm! Na kommt. So. Los, erschieß den Mister. Boah, da kommt nicht mal mehr. Ich Arschloch, brauch ein bisschen durch zu den Scheren. Boah, lad doch jetzt nicht nach. Vito, du hast das Talent, in den ungünstigsten Zeitpunkten nachladen zu wollen. Das ist nicht gut. Keine Bedarf. Na komm. Schönes Ding. Noch einer. So, einmal nachladen. So. Hat Spaß gemacht. Jetzt schnappen wir uns den kleinen Schwanzlutscher. Klopf, klopf. Ja, wenn man mehr so scheiß Anrufe macht. Komm schon, lass mich rein. Leck mich. Na los, worauf wartest du? Gib dein Bestes.
Fahrrad. Du schaffst es nicht. Das tut mir aber leid. Na komm jetzt, mach doch die scheiß Tür jetzt auf. Scheiße, so kriege ich die Tür nicht auf. Ja, wir brauchen etwas Schweres. Ein Rambock oder so. Ich hab's. Wir nehmen die Karre. Warte, was? Verfluchter Hurensohn. Ich dreh dem Scheißkerl eigenhändig den Hals um. Hält sich für verdammt schlau. Hält sich wofür verdammt schlau, was? Na los, dann komm doch her! Scheiße, was macht der Wichser da drüben? Verschwinde, du Arsch! Ich prügel dir jeden Knochen Messer aus dem Leib, du kleiner, schwanzlutschender Hurensohn! Die Grobarbeit ist erledigt. Ich vergnüge mich noch ein bisschen mit ihm, bevor ich ihm den Rest gebe. Bist du dabei? Danke für die Einladung, aber ich verzichte. Dich ekelst vor Blut, hä? Nein, mich ekelst vor Luca. Kann ich verstehen, aber da entgeht dir was. Gibt viele hübsche Spielzeuge hier in dem Laden. Ah, warte. Eddie wollte, dass ich mich um ihn kümmere. Mach dir deswegen keine Gedanken. So wird's nur ein bisschen länger dauern. Dieser Dreckskerl hat keinen schnellen Tod verdient. Ich schätze, da hast du recht. Ich, geh mich mal waschen. Ich stinke ja schlimmer als eine Jauchegrube. Sag Eddie, dass er Luca abhaken kann. Hey, Beans, mach die Tür auf. Es ist alles vorbei. Du. Du lebst noch? Ja, was hast du erwartet? Hilfst du mir, unseren Freund Luca zu verarzten, bevor wir uns von ihr verziehen? Eigentlich wäre das nicht mehr als gerecht. Triff dich mit Eddie im Falcon. Ja, wir haben jetzt ein paar Fahrzeuge zur Auswahl. Ach komm, suchen wir mal ein bisschen hier. So. Ein paar Munition, einmal so ein bisschen. Wir haben jetzt hier ein bisschen Auswahl, ne? Okay, warum nehmen wir nicht den Wagen von Luca? Der Wagen ist schön. Komm, wir nehmen mal hier Lukas Wagen. Der ist schön. Der gefällt mir. Schade um die Sitze mit unserem Gestank, aber das kriegen wir. War das? Hätte ich nicht gedacht, dass ich es doch in dieser Episode noch schaffe, aber wow. Guck mal, fahr mal den Wagen so ein bisschen aus. Schrammkeil. Hier dürfen keine Schrammkeil. Nein, nein. Haben wir gerade echt einen Mafia-Boss erledigt. Wow. Das kann eine große Welle mit sich nachziehen, ne? Das ist euch schon klar, Freunde. Ich glaube, jetzt wird ein riesiger Krieg enden. Ich bin mal sehr gespannt.
solange ich jemanden umfahre, brauchst du auch nichts zu meckern. So einfach ist die Sache. Zumindest fahren wir jetzt hier mit einem ordentlichen Wagen vor. Das ist aber echt eine geile Karre, muss man ja sagen. Nicht schlecht. So, wir stinken ein bisschen, aber das ist uns ja egal. Gerade. Setz dich auf ihn drauf und er macht... Oh ja, oh ja, oh ja. Ach du lieber Himmel, hat da wer einen fahren lassen? Vito, du heilige Scheiße. Bade gefälligst das nächste Mal, bevor du hier antanzt. Du wolltest, dass ich danach gleich komme. Glaubst du, ich lauf gern so rum? Okay, okay, okay. Was ist mit Luca? Erledigt. Sehr schön. Wie geht's unseren Jungs? Hast du sie gefunden? Ja, Luca hielt sie im Schlachthof gefangen. Frankie ist tot, aber Balls und Beans sind okay. Luca hatte sie gerade in der Mangel, als ich kam. Irgendwelche Zeugen? Nur ein Dutzend Leibwächter von Luca, die uns massakrieren wollten. Mir vom Leib mit deinem Gestank. Es war echt heftig. Ja, klingt nach einer haarigen Geschichte. Aber hey, du hast die Sache durchgezogen und bist dann rausgekommen, richtig? Geh jetzt und wasch dich, bevor du noch allen hier den Appetit verdirbst. Und verbrenn die verfluchten Klamotten, ist ja nicht zum Aushalten. Gehen Sie nach Hause und waschen Sie. Arrivederci. Wir gehen ja. Alter, 5000, was? Alter, 5000. Krass. Ja gut, zieh dich in ein Bekleidungsgeschäft oder in dein Apartment rum. Das machen wir. Wir fahren nach Hause. Oh, Alter. Fahr. Das lief ja sehr gut. Ah ja, alles gut. Was sind denn das jetzt für zwei Wegpunkte? Du stinkst fürchterlich, wechsel kleine Klamotten. Ist das jetzt unser Zuhause oder was? Oder ist das unser Zuhause? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es nicht. Wir folgen mal, glaube ich, dem, der näher dran ist. Jetzt ist auch egal. Ah, hier können wir uns umziehen. Okay. Ja, ich bin in Gülle reingefallen. Alles gut. Wenn ich Ihnen was verkaufe, gehen Sie dann? Ja, ich gehe dann. Komm, hier. Neuer Freizeitanzug. Dann wir nehmen mal hier. Ich sehe schon, Sie haben Geschmack. Ah, der sieht auch nicht schlecht aus. Ja, kann man mal machen. Geh zurück zu Falcon. Okay. Viel Freude. Ja, bis dann. Warum sollten wir uns jetzt nochmal neu... Sollen wir jetzt nochmal zu Falcon? Das verstehe ich nicht. Wollte ich parken, alles gut. Okay, mach mal die Tür bitte richtig zu. Wenn ich immer weglaufe, dann macht er die Tür nie zu. Das ist doof. Genau, mach mal die Tür richtig zu und dann... Wow, wir haben schon ein paar Schramm im Auto. Naja. Vito, da bist du ja. Hey, Eddie. Netter Anzug. Danke. Also, worum geht's denn? Was sollen die Anzüge? Vito, Mr. Falcone nimmt uns heute Abend in die Familie auf. Dich und mich. Wir haben's geschafft. Im Ernst? Heute Abend? Ja, heute. Wahnsinn. Wieso habt ihr das nicht früher gesagt? Wie läuft das ab? Nicht so ungeduldig. Da will sich erst noch jemand kurz mit dir unterhalten.
Leo, schön dich zu sehen. Was machst du hier? Hallo, Kleiner. Ich will mit dir darüber reden, was heute passiert. Komm, setz dich. Gern. Sehr gern. Und hey, danke nochmal für alles, was du für mich getan hast, damit ich früher raus konnte. Und jetzt löse ich mein zweites Versprechen ein. Zweites Versprechen? Ja. Ich sagte, ich sorge dafür, dass du möglichst schnell Familienmitglied wirst. Weißt du noch? Die Aufnahme verdanke ich dir, aber du arbeitest für Frank Vinci. Ja, ich hätte dich gerne in unserer Familie gehabt. Aber ich weiß, dass Joe dein bester Freund ist. Ihr seid zusammen aufgewachsen, so wie Frank und ich. Und Joe hat die ganze Zeit, die du im Knast warst, für Carlo gearbeitet. Drum habe ich Carlo vorgeschlagen, dich und Joe gemeinsam aufzunehmen. Was soll ich da sagen? Danke, Leo. Du musst gar nichts sagen. Weder zu mir noch zu sonst wem. So ist es üblich in unserem Metier, Vito. Ja. Na los, komm jetzt. Lassen wir sie nicht warten. Also dann, ich gehe schon mal nach oben vor. Was wollte der Alte von dir? Oh, nichts. Wir haben nur über alte Zeiten gesprochen. Als Leo die Seife hat fallen lassen? Du kannst okay, mich mal. Okay, das reicht. Gehen wir. Führen sich auf wie im Kindergarten. Alles klar, wartet hier. Okay, Jungs, passt auf. Einer nach dem anderen. Und wenn ihr drin seid, gibt's weitere Anweisungen. Klar? Joe, komm bitte rein. Hey. Viel Glück. Bestimmt läuft jetzt noch nebenbei Musik, die gerade nicht gehört wird, weil ich ja Musik drauf ausgeschaltet habe. Wegen YouTube. Jetzt bist du dran, Vito. Meine Herren, das ist Vito Scaletta. Vito, du weißt, dass unsere Familie ein Geheimbund ist. Du wirst in eine Gesellschaft von Auserwählten aufgenommen. Eine Gesellschaft, von der Rest der Welt nichts ahnt. Von nun an bedeutet dir unsere Familie mehr als deine leibliche. Oder Gott oder dein Vaterland. Befehle ich dir, deinen Bruder zu töten, wirst du das tun. Zeig mir, mit welchem Finger du den Abzug ziehst. Mit Blut besiegelt. Sprich mir jetzt nach, Vito. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate. Möge meine Seele in der Hölle brennen, wie diese Heilige. Möge meine Seele in der Hölle brennen, wie dieser Heilige. Amico nostro, meine Herren, unser neuer Freund, Vito Scaletta. Es freut mich, dass sich diese beiden talentierten Männer uns angeschlossen haben. Und es freut mich, dass es im Beisein solch geschätzter Gäste geschehen ist. Insbesondere Don Frank Vinci. Und warum ich mich nach über 6 Jahren Knast wieder auf sowas eingelassen habe? Naja, da wo ich aufgewachsen bin, wurden nur Männer respektiert, die sich nahmen, was sie wollten. Ihr werdet von Eddie für eure Dienste bezahlt. Frank, du hast das Wort. Egal, was ihr tut, Gentlemen. Finger weg von den Drogen. Keine Drogen. So läuft das bei uns. Man kann viel Geld damit machen. Und aber nachdem es ist ich jahrelang für andere die Drecksarbeit erledigt hatte, war ich soweit, alles zu riskieren, um nach oben zu kommen. Ach, schön. Kapitel 10. Zimmerservice. Villa Scaletta, 15. Juni 1951. Villa Scaletta? Krass.
gehe ans Telefon. Ja, wo immer auch das jetzt ist. Ach, da. Hallo? Hey Vito, ich bin's, Eddie. Hey Eddie, wie geht's? Komm sofort in Joes Wohnung. Ja, okay, gut. Was ist los? Kann ich dir nicht am Telefon sagen. Gut, ich bin gleich da. Triff dich sofort mit Eddie bei Joe. Ja, vorher gucken wir uns natürlich unsere neue Bude an. Villa Scaletta. Das hier ist ja auch geil. Aber wo es nicht anders aussieht als jede andere Sache. Aber krass, schön. Mit Blick aufs Wasser von der Küche aus. Natürlich, Küche sieht mal wieder aus wie Sau, aber ist ja auch nicht schlimm. Was haben wir hier noch? Natürlich unseren kleinen Fernseher und mit vielen Bildern und auch schön. Hier können wir uns umziehen. Ein Maßanzug, Freizeitanzug mit Regenmantel, Lederjacke mit Hemd. Nehmen wir mal den Maßanzug. Teurer Anzug. Ja, so kann man es machen. Gut, ich mache gleich eine Aufnahmepause, deswegen werde ich jetzt das nicht machen. Ich will nur mal hier draußen... guck mal, unser Wagen. Beziehungsweise nicht unser, aber... Boah, krass. Ist schon cool, muss man sagen. Das gefällt mir. Mit eigenem Pool, wo kein Wasser dran ist. Ganz toll. Aber Hauptsache, man hat's, ne? Und direkt beim Grün. Wie hast du's rausgefunden? Zuerst habe ich blonde Haare auf seinem Jackett und Lippenstift auf seinem Kragen gefunden. Dieser Dreckskerl. Du sagtest zuerst. War da noch was? Ja. Ich habe Briefe gefunden. Du glaubst nicht, wie pervers die waren. Da habe ich ihn zur Rede gestellt. Ich wette, er hat alles abgestritten, oder? Nicht direkt. Er sagte, ich verlasse dich wegen meiner Sekretärin. Sie ist besser im Bett und hat Riesenmöpse. Ich muss los. Bis bald. Schade. Ich hätte gern mehr angehört. So, ich mache mal hier eine Aufnahmepause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Mafia 2. Bis dann. Tschüss.